So Leute, herzlich willkommen zurück zu Watch Dogs. Ich habe es jetzt endlich geschafft, die Polizei abzuhängen und werde nun in mein Versteck gehen und das Spiel fortsetzen. Ich habe ihn hart angepackt. Folter bringt mich bei Maurice nicht weiter. Also muss ich in seinen Kopf. Seine Schuldgefühle fressen ihn Ja, auf. du hast Scheiß am Ich Schuh. gebe ihm ein paar Tage. Dann wird er sich schon rühren. Ah, wir wohnen also in einem Motel. Ah, Moment. Jederzeit möglich. Mit dem Touchpad können wir die Weltkarte öffnen. Eine GPS-Markierung setzen. Missionsziel im oberen. Schnellreise schon beliebige Versteck reisen. Das ist natürlich auch cool. So. Dann parken hier mal ganz gemütlich ein. So. Wunderbar. Erreichen Sie Ihr Versteck. Sprengen. Was will ich denn hier sprengen? Ich will da oben in mein. Ah, Dreckswetter. Ich will ja oben in mein Versteck. So, ah, da haben wir eine Treppe. Komm, lassen wir etwas joggen hier. Ui, das ist sehr schnell. So. Ja. Vielleicht war das Ganze doch etwas anders hier. Hui. Schaltkasten. Cool. So, nein, ich will keinen Schaltkasten hier. Ich möchte in mein Versteck, Leute. Mein Versteck ist, wie es aussieht, doch unten. So, bin ich eins zu hoch gegangen, so wie es aussieht. Ja, wunderbar, so. Diese Typen. Ich habe Sachen gehört, sowas hast du noch nie erlebt. Du musst das alles vergessen, Mann. Warum sitzt du hier? Er kommt doch, oder? Nicht wie letztes Mal. Ich habe ihn eingeladen, Schatz. Ist aber lang her. Bist du sicher, dass die Nummer richtig war? Jax, dein Onkel ist vielleicht ein bisschen anders. Aber er liebt uns, glaub mir. Ein bisschen anders? Das ist leicht untertrieben. Oh, er ist nicht besonders glücklich über die Situation. Nö. Oh, ein Ich Anruf. Vermute, unsere Hinweise auf Maurice waren korrekt. Wir haben uns Zutritt zur CTOS Backdoor verschafft, während du die Cops abgelenkt hast. Da wir beide etwas davon haben, Gut. teilen wir ihn mit dir. Diese Backdoor gibt dir ein wenig Zugriff auf das CTOS-Netzwerk. An etwas Größerem arbeite ich noch. Gib mir Zeit. Ich habe einen Skillpunkt erhalten. Okay. Ah! Das ist natürlich was. Ah, okay. Also arg viel auswählen kann ich nicht. Also ich kann jetzt in Zukunft dann Türen und Garagentore öffnen und schließen. Das ist natürlich klasse. Cool. So. Ich habe noch 5 Skillpunkte. Wie brauche ich denn für die? Einen, die Hochbahn. Die Hochbahn hacken. Auch lustig. Zusatzakku. Ein. Das kann vielleicht gar nicht so schlecht sein. Das würde ich auch noch nehmen. Man weiß nie. Bei den heutigen Handys, das WLAN, das zieht ja den Akku leer. Geldautomaten Hackboost. Nein. Wir wollen kein Geld. Wir wollen nur für die gute Sachen kämpfen. So. Das war Brückenhacken.
Brücken hacken, klingt cool. Dann klingt natürlich auch... Oh, das ist hübsch. Ach, das ist aber hübsch. Da nehmen wir auch noch gleich mit dazu. So, dann tun wir auch noch schön Hochbahn hacken. Klack. So. In Zukunft könnte ich dann noch Transformatoren. Ah, um Trafos zu überladen. Ah. Okay, so. Ich glaube, das reicht jetzt. Oh, wow. Eine krasse Geschichte. Merke ich gerade. Schon wieder ein Skillpunkt? Wo habe ich schon wieder einen Skillpunkt her? Ah, ah. So ein Kampf. Schauen wir mal in den Kampf rein. Was haben wir denn da? Fokus. Das ist jetzt natürlich schwer zu entscheiden. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, was ihr genommen hättet. Ich nehme jetzt aber Fokus, denn Fokus scheint so etwas zu sein wie bei Matrix. Die alte Zeitverlangsamung, die allseits beliebte. Nehmen wir Fokus. Zack. So. Jetzt haben wir alle Skillpunkte aufgebraucht. So. Am Ende des 8. Mission beenden. Gehen Sie schlafen. Okay. Das ist natürlich cool. Gut, dann angefangen ist. Ja. Gehen wir erstmal schlafen. Zeit anstellen, Wecker ist 6 Uhr morgens. 6 Uhr morgens ist ganz schön früh hier. Würde ich sagen, 8. 8 ist eine humane Zeit. Oh ja, schlaf schön. Egal. Okay, das scheinen Erinnerungen zu sein. Scheinen von wirklich fiesen Menschen. Übelst. Aber, oh. Ja, da hätte ich auch so einen Hass. Aber richtig. Ja, blöd, Herr Wecker. Ich will mich nicht so an Sie erinnern. Nie träume ich von ihrem kleinen Gesicht am Fenster, wenn sie dort auf mich wartete. Oder von diesem süßen kleinen Tanz. Ist immer derselbe Albtraum. Ich bekomme hier gerade wirklich Gänsehaut. Ich finde das sehr traurig. Wirklich traurig. Der Mann tut mir richtig leid. Ich muss auf andere Gedanken kommen. Glücklicherweise ist die Stadt voller Ablenkung. Und die können sich nicht verstecken. Unterstützt artgerechte Tierhaltung. Ist echt Wahnsinn, was in der Zeit alles zu sehen ist. Legen Sie Profile von Passanten an, um kriminelle Aktivitäten zu entdecken. Sie, hä? Ah. Geht Gläubigern aus dem Weg, das ist natürlich traurig. Führer Zirkuskünstler.
Profile öffnen. Handy enthält gestohlene Dateien. Das war nicht cool. Schätzchen. Irgendwann werde ich dem CTOS danken müssen. Ein kleiner Hack ihrer Gesichtserkennungssoftware. Und ich habe Zugriff auf jedermanns persönliche Daten. Lauf, der ist bewaffnet. Oh shit. Leute. So, jetzt haben wir ein kleines Problem, das ich nicht weiß, wie ich die allseits beliebte Waffe hier wieder wegstecken kann. Lass mich mal wieder hier in die Wohnung. Da? Nein. Da? Nein. Da auch nicht. App-Media. Okay. Smartphone. Raus hier. Fokus. Hätten wir das schon mal. Ja. Ah, jetzt hat er sie wieder weggesteckt. Ah, Gott sei Dank. Das war jetzt natürlich ein bisschen blöd gelaufen hier. Aber ich meine, was soll man machen? Passiert nun mal. Geht Gläubigern aus dem Weg. Amateurboxerin, Hausverboten, lokalen Fitnessstudio. Ja. Das ist schon traurig. Da schläft zurzeit im Auto. Gemeindegärtner. Als geschworen abgelehnt. Nur Internetzugriff. Frisch vermählt. Gesundheit. Erhielt ein College-Stipendium. Glückwunsch. Ja. Und wer? Ah, ist doch der, wo gerade an mir vorbeigelaufen ist, oder? Entschuldigung. Nö, das war er doch nicht. Sag mal, bin ich jetzt da? Ah, mögliches Erbrechen, da läuft er vorbei. Scheiße, ich gehe jetzt zu ihr rüber. Der Typ ist außer Kontrolle. Aber heute wird er niemandem was tun. Nur den Anruf tracen und ich hab ihn. Bist du uns im potenziellen Tatort? Okay. Das ist auch krass. Du weißt genau, was sie macht. Sie kommt da rein, streckt ihren Arsch raus, schüttelt sich die langen Haare und beschwert sich ständig über irgendwas. Nein. Aber sie ist süß. Nein. Okay, ich warte. Aber er ist okay. Nicht mal das. Okay, Daphne, du weißt. Ja, wo ist denn mein Auto hier? Ist das mein Auto? Nein. Mein Auto ist weg. Das ist aber nicht cool, Leute. Das gefällt mir überhaupt nicht. Das gefällt mir gar nicht. Rein gar nicht. Kauft regelmäßig Hentai online. Was ne Sau. Neues Fahrzeug verfügbar. Das ist schön. Das ist richtig schön. So. Aha. Welches ist das neue Fahrzeug? Ah, da. Das ist aber schön. Ja, krabbel doch drauf. Einsteigen, genau. Ey, das ist aber nicht das neue Auto. Ah, klasse. Klasse. Da hätte ich auch hinlaufen können. Er ist hier irgendwo. Also wirklich. Ich muss vorsichtig sein. Mal sehen, was der Profiler sagt. Das ist cool.
Alles klar, wenn das CTOS ein potenzielles Verbrechen erkennt, erreichen Sie das Zielgebiet. Benutzen Sie den Profiler, um potenzielle Verbrechen oder Opfer zu identifizieren. Lassen Sie sich nicht entdecken. Warten Sie auf den CTOS-Alarm, bevor Sie einschreiten. Es ist besser für Ihren Ruf, wenn Sie Verbrecher fangen, ohne sie zu töten. Das hat man ja vorhin bei der Autofahrt schon gesehen, dass das wohl doch etwas schwieriger wird. Okay, das war's dann wieder mit dieser Folge. Ich wünsche euch noch viel Spaß bei allem, was ihr vorhabt. Haut rein und macht's gut.